Jo, herzlich willkommen auf dem Kanal bei Adventure Fuchs. Wir haben es mal wieder geschafft. Nach langer, langer Zeit sind wir wieder am Start. Und zwar wieder zusammen mit meiner Frau, die ist aber da hinten und macht gerade schon wieder fleißig Fotos. Sind jetzt hier auf dem Lost Place. Ziemlich großer Teil auf jeden Fall. Wie mir ja gesagt wurde, beziehungsweise wie mir auch scheint, wieder eine kleine Geisterstadt, sag ich jetzt mal, zusammen mit einem Flughafen, würde ich schon fast sagen. Weil wir haben da hinten so einen großen Hangar gesehen. Und auch hier so ein, zwei Gebäude, die auf jeden Fall ziemlich aussehen wie so ein Tower oder so. Die Sache ist hier auf jeden Fall wirklich so riesig groß. Also wir haben es oben auf der Karte, also von Google schon mal gesehen. Ich würde mal sagen, bestimmt an die 50 Gebäude plus ein altes Schwimmbad, was hier noch wohl sein soll. Irgendwo, das wollen wir uns noch suchen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem einfach mal an, uns hier ein bisschen so durchzukämpfen durch die ganze Geschichte und nehmen euch natürlich mit und versuchen mal wieder so ein bisschen zu mutmaßen, was denn hier alle damals so am Start war. Ja, also ich würde sagen, bis nach dem Intro, bis gleich. Damit sind wir auch schon mal direkt im ersten Gebäude und wirklich wieder krass zu sehen. Man sieht es wieder wirklich so schön wie fast in allen russischen verlassenen Städten, Häusern oder Kasernen. Man hat hier sehr wirklich unter die Tapeten überall noch diese alte russische Zeitung verklebt, warum auch immer. Das heißt, man könnte sich hier fast den Spaß machen, wenn man Russisch könnte, was ich leider nicht kann. Und sich hier wirklich aus damaliger Zeit von 1925 quasi hier die Zeitung durchlesen, was hier alles so damals los war. Weil man hat es wirklich fast wie, wie ein Buch hier an der Wand, also von hier bis nach hinten durch in diesem Flur, wo ich gerade stehe, wirklich überall diese alte Zeitung. Also schon krass, warum man damals wirklich vielleicht als Verbund zwischen Tapete und Mauerwerk irgendwie, diese Zeitung dort geklebt hat. Die haben sie in der alten Kaserne damals ja schon unterm Fußboden gefunden. Also die haben sie wirklich überall verballert. Echt krass. Hier zum Beispiel interessant, guck mal, hier scheint es wahrscheinlich irgendwie so eine Art kleiner Vorführraum oder so eine Art kleines Kino oder was hier zu sein, weil hier hängt auch so eine alte Leinwand irgendwie, die man mal runterrollen konnte. Gehen wir mal hier in so ein kleines Zimmer noch rein. Also wirklich alles schon extrem verfallen. Aber wir sind hier gerade mal, wie gesagt, im ersten Gebäude, was uns jetzt hier so quasi entgegengesprungen ist. Und wenn ich jetzt hier durchs Fenster gucke, hier hinten kommt Haus für Haus für Haus. Wir werden es wahrscheinlich natürlich auf jeden Fall nicht schaffen, jetzt hier noch jedes Haus mitzunehmen. Aber wir rennen einfach mal heute ein bisschen durch. Jetzt laufen wir gerade hier durch so eine, wie soll ich sagen, guck mal, hier so eine Tür mit so einem, mit so einer Durchreiche, mit so einer Luke. Tja, vielleicht wurden hier wichtige Sachen ausgegeben, Dokumente bearbeitet oder sonst was. Und auch hier schade leider nicht mehr quasi irgendwie intakt, aber noch ein uralter Schreibtisch aus massivem Holz. Hier wahrscheinlich der Rest oder die Seitenteile davon. Also man sieht es auf jeden Fall damals noch alles massiv aus Holz und nicht wie heute irgendwie mit Spanplatten. Auch hier noch nur diese schöne Verzierung an der Seite. Also wenn wir gerade die Zeitung gesehen haben von 1925, kann man davon ausgehen, dass die ganze Sache hier jetzt wirklich schon fast 100 Jahre alt ist. Echt Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt nach oben. Hoffen wir mal, dass wir hier nicht gleich einstürzen. Und es fühlt sich auch schon ganz schön moderig an, muss ich sagen. Also ich bin am Überlegen, ob ich hier wirklich noch höher gehe, aber ich zeige einfach mal,
kurz hier diesen Bereich hier oben. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Dann haben wir hier wieder schön ein paar alte Toiletten oder Duschen, wie es aussieht. Aber ziemlich hoch, also keine Ahnung, was hier für eine Waschmöglichkeit war oder Toilette. Ja, und hier ist auf jeden Fall ja mal eine schöne Aussicht von hier oben. Und die seht ihr auch da hinten, das sind wie so eine alten kleinen Hangars, aber aus Holz und Blech, Wellblech noch gewesen. Ja, und wer weiß, vielleicht war hier unten mal irgendwie ein kleines Rollfeld oder ein kleiner Flugplatz. Ja, dann gehen wir mal wieder runter und werden einfach mal weiterziehen, weil hier sind, wie gesagt, hier genug Gebäude. Wir wollen uns ja heute noch ein bisschen was angucken. So, wir sind jetzt wieder raus aus dem Gebäude und ja, wie ihr hinter mir schon seht, auf jeden Fall, ich drehe mich mal kurz im Kreis, so sieht es hier in allen Richtungen aus. Also jetzt überlegen wir, gehen wir da lang, da lang, da lang, überall Häuser. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier hinten durch und suchen uns mal das nächste schöne Gebäude und dann suchen wir ja auch das alte Schwimmbad, Schwimmbecken, irgendwie so eine Art ja, Freibad, was hier noch sein soll, wollen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Ja, würde sagen, gucken wir mal weiter, wa? Jetzt haben wir hier auf jeden Fall, glaube ich, das alte Heizkraftwerk von der ganzen Anlage hier vor uns. Und mal gucken, ob wir da reinkommen. Weil es ist ja eigentlich auch mal jetzt interessant, mal so die ganzen alten Heizanlagen zu sehen. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Schlagen wir uns hier mal ein bisschen durchs Dickicht. Wir haben hier eine Tür gefunden, wie wir in das Heizhaus irgendwie reinkommen könnten. Von hinten war nämlich... Nee. Also müssen wir wirklich irgendwie von hinten ins Heizhaus. Ja, das sieht schon besser aus. Auf jeden Fall leider die ganzen Öfen und alle, was hier mal stand zum Heizen, nicht mehr am Start. Dafür Ruß ohne Ende, ziemlich dunkle, schwarze Atmosphäre hier. Aber man sieht auf jeden Fall noch ganz schön, wo überall mal die, ja, denke mal, die alten Öfen standen. Also wie ihr seht, auf jeden Fall standen hier sicherlich etliche Öfen. Und auch hier oben sieht mir das dann so aus, als wenn das die Abzüge waren. Beziehungsweise voll krass wie so einen großen Trichter. Weiß nicht, ob denn da ja, der Rauch abgezogen wurde. Falls das einer von euch weiß, in die Kommentare. Ja, schade, dass die ganzen Öfen nicht mehr da stehen. Aber hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich glaube, hier waren dann so wirklich die ganzen Filteranlagen oder keine Ahnung, die direkte Wärmeableitung. Wahrscheinlich wurde hier auch das Wasser für die Stadt sozusagen erhitzt. Und ja, leider auch die ganzen großen Kessel wahrscheinlich oder ja, Geräteanlagen, die hier mal waren, auf jeden Fall nicht mehr am Start. Aber man sieht auf jeden Fall noch die ganzen Anschlüsse, die ganzen Rohre und wo hier wahrscheinlich mal was gestanden hat. Ja, und auch hier unten ging es mal so eine Treppe runter. Leider ist die komplett zugeschüttet mit extrem viel
Holzzeugs, weil da sieht man auf jeden Fall, konnte man wahrscheinlich ja noch unter die Kessel oder unter die ersten Anlagen, die hier waren, quasi noch runtergehen. Aber leider nicht mehr zugänglich. Und jetzt geht es hier noch eine Treppe runter. Frauchen ist schon vorgegangen. Und ich glaube, wenn ich es von draußen richtig gesehen habe, sind natürlich auch hier in diesem Heizhaus sanitäre Anlagen gewesen. Ja, immer nicht so mega interessant. Aber wir gucken einfach mal durch. Oh, hier Loch. Und ja, hier. Ja, hier eine kleine Dusche. Ja, wirklich minimal klein. Auch hier eine wahnsinnig schmale Tür. Dann passe ich quasi gar nicht durch. Ich muss mich da richtig durchzwängen. Und aus Stein hier mauert eine Toilette. Das ist ja krass. Ganz komische Geschichte. Vielleicht seht ihr, dass ich hier wirklich. Ich komme kaum durch die Tür durch. Richtig hart. Okay, dann haben wir wahrscheinlich so ein kleiner Nebenraum für was auch immer. Und wie sie halt früher immer schön auch verwendet wurden, diese alten Glasziegel, fand ich immer auf jeden Fall übercool, auch bei Opa in der Garage. Ja, jetzt werden wir mal wieder raus und dann geht's weiter. So, und wie ihr seht, geht die Straße hier komplett einmal durch diese Geisterstadt hindurch, wo wir quasi links und rechts in die ganzen einzelnen Nebenstraßen mal reingucken können und ja, uns überlegen, wo als nächstes hingehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal komplett querfeldein und gucken, was uns noch erwartet. Da hinten sehen wir auch auf jeden Fall ein paar richtig, sag mal schon fast Wespe. Wir sehen Wespe. So moderne Blöcke, quasi so was wie schon in den 70er, 80er dann gebaut wurde. Also fast so wie ja, Neubaublocks, Plattenbauten. Also ist doch echt riesig hier und ja, ich würde sagen, einfach mal querfeldein. Hunger? Ja, wir haben natürlich wieder was zu essen bei. Noch ja nicht erwähnt. Kochtopf, frische Paprika, Fleisch, frisches Hackfleisch vom Metzger. Nicht von Ja, nicht von Rewe. Ein paar Kartoffeln und ja, wir wollen uns dann nachher auf jeden Fall dennoch irgendwo was zu essen machen. Also gucken, ob wir das noch mit aufs Video hauen, aber auf jeden Fall werden wir hier noch uns irgendwo eine stille Ecke suchen und was köcheln. Einen schönen rustikalen Topf wieder, einen kleinen Bauerntopf oder so. So, und das Gebäude haben wir gesehen, jetzt hier auf jeden Fall einen Eingang. Und da werden wir jetzt einfach mal reingehen. Weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir werden es auf jeden Fall unmöglich schaffen, hier uns heute alle Häuser anzugucken. Innen drin, und ich glaube, ist auch nicht wirklich notwendig, weil sich wie bei den ganzen Kasernen, sag ich mal, die Häuser vom Inneren auf jeden Fall auch alle ziemlich doll ähneln werden. Und was man im einen Gebäude vorfindet, wird es sicherlich an dem anderen auch geben. Aber das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal an hier. Weil hier unten kommen wir nämlich so ziemlich, glaube ich, barrierefrei rein. Hier ist nämlich die Tür offen. Ich sehe auch gerade gleich, vielleicht jetzt die Möglichkeit, mal in den Keller zu gucken. Nee, bloß so eine Art Hausanschlussraum. Doch, so ein bisschen Keller. Gucken wir da einfach mal rein. Selbst hier im Keller typisch so diese wirklich gelben, grünen oder braunen Wände. Was mit dem Gefühl, die hatten keine anderen Farben. Ich kann mir vorstellen, die Decke, die hängt wirklich schon seit 45 hier. Oh, und ein kleines Spinnenparadies hier. Ja, aber auf jeden Fall nicht weiter spektakulär. Keller halt.
Wenn wir mal nach oben gehen. Ja, und jetzt sind wir mal quasi in die erste Etage gegangen. Aber ich laufe mit euch einfach mal ganz kurz durch. Ist nicht wirklich spektakulär. Was allerdings auf jeden Fall zu sagen gibt, fand mich auch erstaunt. Hier war wirklich alles im Erdgeschoss, auf jeden Fall in jedem einzelnen Zimmer, aus richtigem Parkett. Also als das damals hier quasi richtig neu verlegt war, man kennt ja noch so schönen Parkettboden, wenn der so ja wirklich hier pflegt und poliert ist und diesem schönen Holzton. Also muss das ja hier wirklich Wahnsinn ausgesehen haben. Also kann man sich einfach nur vorstellen, wie prunkvoll, ja, im Endeffekt auch, obwohl die ganze Gebäude hier, ich zeig euch mal kurz den Flur, hier nicht wirklich viel hermacht mit diesen einfachen Betonwänden und diesen abgeschrägten Türeingängen hier. Aber wirklich in jedem einzelnen Zimmer, was sich hier unten befindet, quasi wirklich Parkett. Wie man auch schon sieht hier, natürlich durch die Witterung alles schon hochgekommen. Ja, also der Glanz auf jeden Fall und die schöne Farbe des ursprünglichen Parkettbodens auf jeden Fall kein bisschen mehr zu erkennen. Schade. Man kann sich wirklich halt nur vorstellen, wie geil das früher hier mal ausgesehen haben muss. In jedem dieser Räume dieses spitz angelegte Parkett. Hier geht es dann auf jeden Fall hoch zur zweiten Etage. Ja, und auch hier das gleiche Bild wie im Erdgeschoss. Also wirklich nichts Besonderes im Flur oder irgendwo zu erkennen. Ganz einfach hier die Türen und nicht mal irgendwie mit Türklinke, sondern wirklich nur mit so einem Anschlag. Wie das aussieht, konnte man die eher nur von innen zumachen. Und aber auch hier oben, seht ihr ja, überall Parkett. Also ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen erstaunt. Sonst kennt man an diesen verlassenen alten Russengebäuden ja mehr oder weniger wirklich nur diesen, ich sag mal, abgewrackten Steinboden. Aber auch hier, alles mit Parkett gewesen. Alles. Auf jeden Fall krass. Vielleicht das einzige Interessante, was zu diesen Gebäuden zu sagen gibt, wenn es wirklich überall so ist, muss man sich mal legen, wie viel, wahrscheinlich tausende Quadratmeter hier an Parkett verlegt wurde. Wir sind wieder draußen und jetzt versuchen wir mal in diese Neubaublocks quasi zu kommen. Die sind aber auf jeden Fall in die Richtung. Also da hinten, wenn ihr sie irgendwo seht. Ja. Und jetzt müssen wir uns aber irgendwie hier durchs Dickicht schlagen. Hier ist nämlich alles komplett über einen Meter hoch bewachsen. Und vielleicht doch mal aufs Dach von dem Block, um uns da mal einen kleinen Überblick zu verschaffen. Weil noch einmal ein bisschen Zeit. Und vielleicht sieht man ja von da aus auch noch das alte Schwimmbad, was es hier noch irgendwie geben soll. Und da oben sitzt doch gerade schon einer auf dem Dach, haben wir gerade gesehen. Vielleicht, wenn wir den gleich noch irgendwie treffen, können wir den mal fragen, wo da am besten hochgeht. Aber ich denke mal, wie in jedem Block gibt es da so einen Dachausstieg. Und da werden wir versuchen, mal irgendwie hochzukommen.